Another visitor. Stay a while. Stay forever. Servusle und willkommen zu einem weiteren Vouchers Farm Quickie. Die Gegenstände, die als neuestes ins Spiel kamen, haben wir bereits in den Clips verhaftet. Wir machen jetzt mit den alten weiter. Der Dropgott Loot Ziffer, der war mal wieder gnädig zu mir. Heute holen wir uns einen Einhandflegel für den Kreuzritter, und zwar einen ziemlich stylischen, wie ich finde, der Wille des Kehegan. Ich habe es mal spanisch ausgesprochen, ¿qué pasa? Gut, für alle, die sich für mein Season 8 Format interessieren, beziehungsweise für die Challenge, da gibt es am Wochenende einen kleinen Clip, da werde ich euch den aktuellen Stand verraten und wie es weitergeht. Und jetzt gehen wir direkt auf die Map und ich zeige euch, wie ihr den Flegel bekommt. Wir öffnen ein neues Spiel im Abenteuermodus und begeben uns zu Akt 1 Neu-Tristram und dort zum Wegpunkt die Hallen der Agonie Level 3, also Ebene 3. Hier angekommen halte ich mal ganz kurz das Bild an. So, hier seht ihr eine der möglichen Karten. Die Karte ist dynamisch, sieht also nicht immer gleich aus. Kleiner Tipp 1. Bei mir war Nieves in der Eisernen Jungfrau versteckt. Damit ihr auch den Charakter seht, den ihr jagt, habe ich ihn euch hier mal eingeblendet. Nieves ist wie gesagt ein Unique Monster und ist nicht immer vorhanden. Bei mir waren es sehr viele Neustarts, bis er bei mir auf der Map erschienen ist. Kleiner Tipp 2, ihr kommt von dieser Map auch zum Schlechter in die Kammer des Leidens. Dort habt ihr die Chance auf einen zweiten Flegel für euren Kreuzritter, und zwar der Flegel des Gemetzels. Den lässt nämlich der Schlechter fallen. So, meine Qualstufe ist die 13 hier, aber ist nicht zwingend erforderlich, die 13 auszuwählen. Hier die letzte Gruppe, bevor ich dann auf Nieves treffe. Oben links sieht man gleich schon den Feuereffekt, den er macht. Wie gesagt, bei mir hat er sich hier in dieser eisernen Jungfrau versteckt und ich sehe ihn auch nicht wirklich, weil er ziemlich schnell im Dreck liegt. Hier wäre ich sogar fast noch gestorben, weil ich so überrascht war. Hat einige Tries gedauert, bis ich auf ihn getroffen bin. Also wenn ihr Pech habt, müsst ihr das Spiel ein paar Mal neu starten. Denkt dran, der Gegenstand ist weiß. Wundert euch nicht, dass bei mir das Transmog-Zeichen hier nicht aufpoppt. Ich habe vor meinen Videoclips wohl den Gegenstand schon mal gelootet in meiner Spielzeit. Jetzt könnt ihr zur Verzauberin und euren Flegel anpassen.